Wir sind hier an der AGES in der Abteilung für molekularbiologische Diagnose von Pflanzenkrankheiten. Die Pflanzengesundheit ist sowohl durch den globalen Handel, weil hier werden Schaderreger in die Europäische Union, aber auch nach Österreich eingeschleppt, als auch durch den Klimawandel sehr stark bedroht und gefordert. Weil durch den Klimawandel können sich die eingeschleppten Schaderreger nicht nur bei uns ansiedeln, sie können sich auch vermehren und verbreiten und gefährden somit nicht nur unsere Kulturpflanzen, die für unsere Ernährung wichtig sind, sondern auch unseren Wald und unsere Pflanzenvielfalt. Wir untersuchen hier pflanzenpathogene Bakterien, zum Beispiel Xylella fastidiosa, ein sehr gefährliches Bakterium, das bereits in der EU angekommen ist und in Süditalien große Schäden in der Olivenproduktion verursacht. Wir untersuchen aber auch Pilze, zum Beispiel Phyllosticta citricapa, auch ein sehr gefährlicher Pilz an Zitruspflanzen. Hier untersuchen wir vor allem Proben von anderen Mitgliedstaaten aus Südeuropa. Das ist ein erkrankter Trieb einer Rebe, verursacht durch ein Quarantäne-Phytoplasma. Phytoplasma sind zellwandlose Bakterien, auch ein Quarantäne-Schadorganismus, der im österreichischen Weinbau bereits angekommen ist und dort bereits auch zu Ausfällen führt. Wir untersuchen oder identifizieren auch Nematoden oder in diesem Falle auch Insekten und Milben. Das ist Podoptera frugiperda, eine invasive Schmetterlingsart, die den Mais befällt und hier eine große wirtschaftliche Relevanz hat und auch eine Relevanz für unsere Ernährungssicherheit hat. Wir untersuchen diese Pflanzenschädlinge mit akkreditierten Verfahren, das heißt qualitätsgesichert, und mit Hilfe von molekulargenetischen Methoden, vor allem PCR, aber auch Sequenzierungen. Diese Aufgaben erfüllen wir als nationales Referenzlabor für Österreich. Um die Untersuchungsverfahren auf europäischer Ebene zu standardisieren und zu verbessern, gibt es seit 2019 für jede Schädlingskategorie auch eigene europäische Referenzlaboratorien. In einem Auswahlverfahren bekam das AGES-Institut für nachhaltige Pflanzenproduktion gemeinsam mit der französischen Schwesterorganisation ANSES das Mandat als europäisches Referenzlabor für Insekten und Milben. Das Hauptziel dieser europäischen Referenzlaboratorien besteht darin, in den nationalen Referenzlaboratorien erzielten Ergebnisse zu verbessern, zu vereinheitlichen und nachvollziehbarer zu machen. Ein Beispiel, um das zu erreichen, sind zum Beispiel Schulungen für die nationalen Referenzlaboratorien. Zum Beispiel kürzlich erst ein virtuelles Seminar zur molekulargenetischen Identifizierung von Spodoptera frugiperda und Trips palmi. Trips palmi ist ein sehr gefürchteter Ernteschädling, der schwere Schäden vor allem an Melonen und anderen Kürbispflanzen, aber auch an Nachtschattengewächse, wie zum Beispiel der Kartoffel, verursacht. Dieser Schädling wird durch Schnittpflanzen, wie zum Beispiel Orchideen, aber auch durch Früchte oder Verpackungsmaterial in die Europäische Union eingeschleppt. Bei Importkontrollen werden meistens nicht erwachsene Tiere gefunden, sondern sehr oft Larven. Und diese Larven sind selbst unter dem Mikroskop schwer zu identifizieren. Und hier kann man mit molekulargenetischen Methoden diese Identifizierung schnell und sehr valide durchführen. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die NRLs zu schulen, zu trainieren, damit diese Identifizierung auch gut durchgeführt werden kann. Natürlich haben die europäischen Referenzlaboratorien auch andere Aufgaben. Zum Beispiel müssen wir die Methoden, die in den nationalen und europäischen Standards beschrieben sind, überprüfen, verbessern, weiterentwickeln, sodass wir letztendlich zu einer europäischen Referenzmethode kommen und diese dann auch den nationalen Referenzlaboratorien empfehlen können, beziehungsweise können diese Methoden auch in Gesetze implementiert werden, sodass diese Methoden dann von den Laboratorien der Mitgliedstaaten auch wirklich eingesetzt werden müssen. Um die Qualität der Diagnose in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, führt das Europäische Referenzlaboratorium auch Eignungsprüfungen durch. Dabei werden Blindproben, die den Schaderreger, aber auch ähnlich verwandte Schaderreger enthalten, an die Mitgliedstaaten zugesendet
und die Ergebnisse, die wir dann zurückbekommen, ausgewertet, um einfach zu schauen, ob die Laboratorien in den Mitgliedstaaten die Diagnose auch wirklich sachgerecht durchführen können. Wir stellen unsere Fachexpertise auch der Europäischen Kommission und den anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung, um ihnen im Falle eines Auftretens eines neuen Schädlings zu helfen und sie zu unterstützen. Mit der Expertise, aber auch mit Bestätigungsanalysen. Wir unterstützen auch im Krisenfall, aber auch im Streitfall. Das heißt, wenn die EU Streitigkeiten bei Import aus Drittstaaten hat, sind wir die oberste Laborinstanz. Zusammen mit den NRL sind wir ein großes Netzwerk und damit können wir die Herausforderungen in der Pflanzengesundheit auch in Zukunft gut meistern.